Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Korrekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es über die neuesten News von Cold War, die jetzt von Treyarch veröffentlicht worden sind. Unter anderem haben wir die Roadmap zum Start von Cold War bekommen. Wir haben Infos über das neue Level- und Prestige-System bekommen und über den Battle Pass und die Verbindung von Modern Warfare, Warzone und Cold War. Also kommt jetzt einiges an Content auf euch zu, also lehnt euch zurück, genießt das Video. Falls euch das Video am Ende gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wenn du neu auf meinem Kanal bist, natürlich auch über ein Abo, damit du auch in Zukunft nichts mehr rund um Call of Duty verpasst. Fangen wir als erstes mit der Roadmap an, die Treyarch veröffentlicht hat. Hier sehen wir, dass Nuketown wieder zurückkommt als Version aus 1984 und das werden wir am 24. November bekommen. Wir sehen auch, dass Season 1 in Cold War und Warzone am 10. Dezember startet. In Season 1 werden wir auch mehr Multiplayer-Maps und Modes bekommen. Wir werden den 2 gegen 2 Gunfight-Mode auch wieder zurückbekommen und zusätzlich dazu bekommen wir auch noch eine neue Waffe und neue Zombie-Modi und noch mehr. Hier auf dem Bild sieht es so aus, als ob wir noch einen neuen Operator bekommen werden. Und als letztes haben wir in Season 1 auch noch die Warzone-Integration in Cold War. Also doch nicht erst in 2021, laut den letzten Leaks, wo ich das in meinem letzten Video gesagt habe, dass Warzone eventuell in Q1 2021 bzw. in Q2 2021 kommen wird. Dies ist nicht der Fall. Warzone wird am 10. Dezember jetzt rauskommen, was mich persönlich auch sehr freut. Darauf bin ich am meisten gespannt und bin gespannt, wie die Integration in Cold War stattfinden wird, weil meiner Meinung nach noch ein Nuke-Live-Event in Warzone stattfinden muss, damit die Umwandlung von Warzone in Cold War initiiert werden kann. Wann das ganz genau stattfindet, kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal, wenn Warzone in Cold War integriert wird, das heißt am 10. Dezember, dass wir dort eventuell ein Live-Event bekommen werden. Weitere Informationen werden auf jeden Fall noch folgen. Kommen wir jetzt zum neuen Level-System in Cold War, Modern Warfare und Warzone. Das neue Level-System kombiniert Modern Warfare, Warzone und Cold War. Das heißt, du wirst in allen drei Spielen deinen Rang hochleveln können. Dies wird auch mit dem Start von Season 1 am 10. Dezember stattfinden. Das neue Level-System funktioniert folgendermaßen. Die Ränge von 1 bis 55 im Kasernenmenü werden jetzt Military Ranks genannt und diese werden zwischen allen drei Spielen synchronisiert. Das bedeutet also, dass du leveln kannst und EP verdienen kannst, egal welches Spiel du spielst. Also egal, ob du Modern Warfare, Warzone oder Cold War spielst. Es wird auch zum Start von Cold War ein Rang-Reset geben, der in Modern Warfare, Warzone und Cold War stattfinden wird, damit das neue Level-System von Cold War auch in Modern Warfare und Warzone integriert werden kann. Ihr braucht euch aber keine Sorgen über eure erspielten Gegenstände machen, weil nur deine EP resettet wird und nicht deine Gegenstände oder Waffen, die man freigeschaltet hat. Die werden auf jeden Fall bleiben. Dein Offizierrang in einer Season wird ab dem 10. Dezember Season Level genannt, das ein Season Prestige System enthält. Es wird auch ein neues Interface für das neue Level System eingeführt und das Leveln in Seasons wurde jetzt mit traditionellen Aspekten des Prestige Systems geupdatet, indem man Belohnungen freischalten kann und benutzen kann. Und man bekommt unter anderem eine Legacy Visitenkarte aus der Black Ops Welt. Das Leveln in Cold War, Warzone oder Modern Warfare zählt zu deinem Season und Prestige Level. Der empfohlene Weg zu Prestigen ist Cold War zu spielen, weil es Herausforderungen gibt, die extra auf Cold War abgestimmt sind. Doppel-EP-Events wird es auch mehr in Cold War geben als in Modern Warfare oder Warzone und es wird weitere Vorteile geben, während man die Seasons in Cold War durchspielt. Sehr viel von dem Content, den wir bekommen werden, ist freischaltbar durchs Spielen oder wird kostenlos sein durch das einfache Spielen von Modern Warfare, Warzone oder Cold War. Wir werden heute noch weitere Informationen zu den Season Prestiges, zu Prestige Master und zu Season Herausforderungen bekommen, also seid darauf auf jeden Fall gespannt. Ich werde heute auch live sein um 17 Uhr, kommt da rein, falls ihr die neuen Informationen nicht verpassen wollt. Kommen wir nun zu dem Leveln der Waffen. Zu Beginn der ersten Season sollten alle Waffen aus Modern Warfare und Cold War auch in Warzone zur Verfügung stehen, einschließlich der Blueprint-Varianten und Waffentarnungen. Man kann seine Waffen auch in einem Loadout mixen, eine aus MW und eine aus Cold War beispielsweise.
beispielsweise und man kann sie natürlich auch in Warzone leveln. Das wird das größte Waffenarsenal, das wir jemals in Call of Duty gesehen haben. Jede Waffe, die du in Cold War oder Modern Warfare freischaltest, wird dir auch in Warzone zur Verfügung stehen. Dies schließt Primär-, Sekundär- und Blueprint-Waffenvarianten mit ein. Es sollen auch alle Waffen in Warzone zur Verfügung stehen, die auch als DLC-Waffen in den Seasons neu ins Spiel kommen werden. Und das gilt natürlich auch für Blueprint-Varianten, die kommen werden. Auf der Menüliste der Waffen in Warzone wird man auch immer ein kleines Cold War oder Modern Warfare Logo sehen, damit man direkt Bescheid weiß, aus welchem Spiel die jeweilige Waffe kommt. Und wenn du eine neue Waffe in Cold War freigespielt hast, wird sie dir direkt in Warzone angezeigt. Hier auf dem Bild sehen wir die AK-47 einmal aus Modern Warfare und einmal aus Cold War. Alle EP und Level zählen sowohl in Warzone als auch im Spiel, aus dem die Waffe stammt. Mit dem Start von Season 1 werden die Extras, die taktische Ausrüstung, Field Upgrades und bestimmte Killstreaks in Warzone drin bleiben. Die Modern Warfare Spieler können sich auch zurücklehnen, weil derzeit geplant ist, dass alle entwickelten Modern Warfare Waffen sowie alle Freischaltungen wie Damaskus oder Obsidian beibehalten werden. Es ist auch geplant, dass Modern Warfare Operator einschließlich aller gekauften und verdienten Skins, Finishing Moves und so weiter auch in Warzone drin bleiben werden. Alle Operator aus Cold War sowie verdiente und gekaufte Dinge aus dem Shop sollen ebenfalls in Warzone zur Verfügung stehen. Es gibt hier eine Ausnahme und das ist Frank Woods, der in allen drei Spielen momentan zur Verfügung steht. Das ist aber wie gesagt nur eine Ausnahme. Kommen wir nun zur Battle Pass Integration in Warzone. Warzone Battle Pass Inhalte stehen in Warzone auch weiterhin zur Verfügung. Das heißt, es ist nicht geplant, Inhalte zu entfernen. Modern Warfare Battle Pass Inhalte und Store-Käufe sollen weiterhin auch in Modern Warfare und Warzone zur Verfügung stehen. Mit der ersten Season können wir uns auch auf neue und aufregende Inhalte freuen, auf die wir in Cold War und Warzone zugreifen können. Man kann den Battle Pass durch das Spielen von Modern Warfare, Cold War und Warzone leveln. Und kommen wir jetzt zu dem Store Access. Im Cold War Store kannst du Sachen kaufen, die du in Cold War und in Warzone benutzen kannst. Im Warzone Store kannst du Sachen kaufen, die einen Mix aus Gegenständen haben, die man in Modern Warfare oder Cold War benutzen kann. Alle Artikel sind deutlich gekennzeichnet mit einem Modern Warfare oder Warzone Logo. Und im Modern Warfare Store kannst du Gegenstände kaufen, die du in Modern Warfare und in Warzone benutzen kannst. Kommen wir nun zum Crossplay. In Cold War ist es egal, auf welcher Plattform du spielst, ob PS5, Xbox One, PC, PS4 oder Xbox Series X oder S. Du kannst deine Freunde immer einladen. Sie werden dir joinen können. Du kannst sie auch einladen, wenn du beispielsweise Modern Warfare zockst und deine Freunde spielen Cold War oder Warzone. Du wirst deine Freunde trotzdem über Modern Warfare einfach einladen können. Das soll es einfacher machen, sich über die drei Spiele einladen zu können, wenn man jetzt sich beispielsweise in Warzone treffen will oder in Modern Warfare oder Cold War, was auch immer. Das macht das Ganze einfacher, deine Freunde einzuladen, ist ganz nice. Und das war's jetzt mit den ganzen neuen Infos zu Cold War. Ich bin extrem gehypt auf das neue Season, Level und Prestige-System, was eingeführt wird. Und ich bin schon sehr gespannt, welche neuen Informationen wir heute bekommen werden zu dem System. Ich bin übrigens heute auch um 17 Uhr live und warte auf neue Informationen, die rauskommen werden. Falls ihr das nicht verpassen wollt, falls ihr live dabei sein wollt, wenn die neuen Informationen rauskommen, kommt auf meinen Twitch-Kanal, 17 Uhr bin ich live, ganz oben ist der Link in der Beschreibung. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und über ein Abo, falls du neu auf meinem Kanal bist und auch in Zukunft nichts mehr rund um Call of Duty verpassen willst. Ich würde sagen, wir sehen uns dann heute im Livestream bzw. im nächsten Video und wünsche euch allen noch einen entspannten Tag, Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal und tschüss.